Und wie das Ganze ausgeht. Jetzt sehen wir hier erstmal Beißel gegen Squallen. Bowser gegen Duck Hunt. Was crazy ist. Also ich dachte tatsächlich, dass Squallen vielleicht Hero nimmt gegen Beißel. Aber es ist schon besser, wenn man auf seinem Main bleibt. Und oi! Die Verwirrung sorgt für ein SD hier gerade bei Squallen. Und das will man natürlich bei Bowser möglichst auch provozieren, einfach weil Bowser ewig durchhält. Oh, Tough Guy, wie man eben gerade sehen konnte. Er wird getroffen, aber er flincht nicht. Und Squall versucht hier schon fleißig Beißel irgendwie mit einem Strong Hit zu erwischen. Aber ja, er ist schon schwer zu treffen teilweise. Weiß ich, auf 108% schafft es aber gut zu traden und... Oh, lol. Ja, okay. Hat sich gelohnt für Squallen, auf jeden Fall. Es war sehr, sehr dangerous, dass er da offstage gegangen ist, so tief. Ja. Aber kennt anscheinend Bowser gut und die Interaction war dann im Endeffekt zu seinem Vorteil. Ich dachte schon, da kommt der Spike, aber Beißel spielt das Ganze nochmal safe. 180% hier inzwischen sollte eine Dose killen. Überhaupt nicht, was? Nee, aber die nächste Dose sollte eigentlich killen. Was? Noch so nicht. Schwer ist Bowser? Okay. Also schwerster die Charakter dritte. Hier in-game. Über 200. Okay, also Prozent normalerweise ist es so 160% und der Char ist dann auch langsamer weg, aber Bowser überlebt dann einfach noch bei 200. Okay, interessant. So, also jetzt hier Beißel auf dem letzten zweiten Stock. Oh, was? War da gerade Cruel? Da war gerade Cruel. Ich habe eben gerade nämlich gesehen, dass Cruel ein Game gezogen hat von Splash Mage. Erzähl mir nichts. Erzähl mir nicht, dass Splash Mage hier Cruel gegen Splash Mage gewonnen hat. Das wäre crazy. Ich bin gerade gehypt, auf jeden Fall, wie man hören kann vielleicht. Auf jeden Fall sehr viele Upsets, viele Begegnungen, die wir hier noch gar nicht gesehen haben. Und es hört nicht auf. Falls ihr noch Leute kennt, die Hyper Smash Sets feiern, dann ja, teilt mal das Video oder den Stream, schickt das bei Discord rum auf irgendwelche Server und ja, zeigt den Leuten, dass wir hier am Spielen sind. Vielleicht kommen sie ja auch aus dem Norden und sind nächstes Mal dabei. Okay, und alles auf einmal, die Dreifaltigkeit trifft Squallen und das ist das erste Cowboy-Dose und was ist das dritte? Der F-Smash von, voll aufgeladen oder super F-Smash hier gerade noch von Duck Hunt. Und das reicht dann natürlich doch auch irgendwann mal aus, um Bowser zu killen. Ja. Ja, irgendwann reicht das dann auch mal. So. So ab 200%. Ab so 200%, dann, ja, also Bowser halt, wie eben schon erwähnt, der schwerste Charakter in-game, aber auch ein sehr leichtes Ziel dazu noch. Ne? Also, wenn man jemanden comboen will, dann ein paar Charaktere vor Bowser, aber dann kommt auch irgendwann Bowser. Weil Bowser hat Tough Guy, deswegen nicht der leichteste, was Comboen angeht, nicht mit jedem Charakter zumindest. Okay, wir sehen hier irgendwie... Three Houses, Fire Emblem Musik. Oh. Okay. Squall hat's versucht. Ich weiß nicht, ob es sich bei den Prozenten lohnt, irgendwie so ein Smash aufzuladen, wirklich einfach. Ich würde das Risiko erst eingehen, wenn die Prozente es auch zulassen, dass ein Kill passieren kann. Und vorher hat Bowser eigentlich auch genug andere Attacken, die ein bisschen sicherer sind, zum Beispiel der Down Tilt. Natürlich kann man sie dann nicht aufladen, aber... sind auch nicht so risky. 166% in der kürzesten Zeit, in 40 Sekunden hier schon. Der überlebt das, oder? Oh mein Gott, der überlebt das! Eigentlich seine gute Idee, aber Duck Hunt überlebt das einfach mit dem Walljump. Das ist crazy. Oh, und der Raw F-Smash einfach, okay. Interessant. Oh, so viel Damage hier gerade für Beißel. Eben gerade hat er noch 30-40% so. Okay, also, ja, das Wichtigste gegen einen Spieler wie Beißel, gerade gegen Beißel, ist es einfach, dass du nicht impatient wirst. Also, keine Panik-Sachen, einfach das alles auf sich wirken lassen und... Double Spike! Nee! Okay, ich dachte hier schon ein Twitter-Clip, aber war schon ziemlich cool. Side-B into Down-Air und... er schafft es auch ohne den Kill zu bekommen.
Jetzt schwierige Situation für Squallen. Also, wie kann man bei sowas noch zurückkommen? Also, er braucht jetzt Early Kills, er braucht jetzt Patient Play und einen Down Smash. Okay. Einfach ein Down Smash. Einfach interrupten. Sehr schön. Okay, und jetzt muss er erstmal Damage machen. Und das schafft man am besten mit der B von Bowser. Schön 29%, einfach nur mit der Flamme. Aber hier Beißel gerade schön mit Pressure. Schafft es hier, das Schild zu durchbrechen. Kein Shield Break, ich meine nur die Verteidigung von Squallen und hier ein bisschen Damage zu machen. 100% schon auf ihm drauf. Dem letzten Stock, letzte Chance hier gerade für Squallen noch zurückzukommen in diesem Set. Und auch weiterzukommen. Also wenn er dieses Set verliert, dann wird er nicht weiterkommen, weil weder Beißel noch Justin bisher ein Set gegeneinander Set verloren haben. Deswegen mit den zwei Sets, die er bisher verloren hat, wäre es das für Squallen. Aber es geht natürlich immer weiter im Silberbracket. So langsam reicht auch ein F-Tilt und Beißel wollte hier crazy gehen, schafft es nicht und verliert den Stock. Und das willst du vielleicht gegen Bowser nicht provozieren. Mal gucken, ob es ihm hier teuer zu stehen kommt. 183% im Moment geht's wohl noch. 33%, er braucht mehr. Oh, und diese, der Air Dodge, das kann er nicht bringen. Und noch eine Dose, 214, und er lebt einfach immer noch. Oh, aber diesmal 225. Ich dachte gerade, da schon. Können wir sagen, ist dann auch das Limit erreicht. Ja. Und Beißel geht hier 2-0 in Führung und entscheidet das Set für sich.